So, willkommen zurück. Moin Moin und weiter geht's mit Hogwarts. Und wenn man mal genau hinguckt, dann werdet ihr erkennen, dass ich immer noch im Raum der Wünsche bin. Und wir jetzt eigentlich mal anfangen müssten. Obwohl, kann ich das jetzt hier... Minute. Ich kann ja keine Tränke machen, weil mir noch Zutaten fehlen. Ich habe noch nie so viele Pflanzen gesehen. Das heißt, wir müssen erstmal los und diese, Zutaten besorgen. Hier kann man alles, wie man sieht, kann man wirklich alles machen. Man kann ja alles verändern. Das wollen wir gar nicht. Wir gehen jetzt mal hier raus. Wie kommen wir denn hier raus, ist die Frage. Das ist bestimmt ausgegangen, ne? Ja. So. Ja, mir fehlen einfach ein paar Zutaten, um diese beiden Tränke machen zu können, damit man die neuen Zaubersprache lernen kann. Ah, warte mal. Rebellion. Dieser Wandter hier stellt den törichten Versuch des Zaubers Barnabas des Bekloppten dar, Trolle für das Ballett auszubilden. Na, Barnabas. Die Tür zu, okay. So, war das hier noch was? Nee. Aber jetzt können wir mal gucken, dass wir da. Okay, da wollen wir jetzt nicht hin. Ich wollte eigentlich das andere mal machen. Warte mal. Gucken, ob ich irgendwo diese. So, den verfolgen wir. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Eduros und teste sie zeitgleich. Die Frage, wo wir den her, wo wir die herkriegen, die beiden Tränke. Dafür müssen wir, glaube ich, einfach mal nach Hogsmeade eiern, um zu diesem Zaubertrank zu kommen. Jetzt. Vielleicht können wir ein paar Zutaten kaufen bei ihm, die wir dafür gebrauchen können. Weil die. Führen alle Wege nach Hogsmeade. Die Schriftrollen, theoretisch habe ich. Mir fehlen aber halt irgendwie noch so Zutaten dafür. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Oh, warte mal. Ich wollte gucken, was ich brauche nochmal für Zutaten. Das weiß ich gerade nicht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja. Kann ich jetzt hier irgendwo reingucken, was ich brauche dafür? Oh, ich habe noch ein Talent, den wir machen können. Den machen wir jetzt noch nicht. Oder zeigt er mir das an, wenn ich mit ihm rede? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wie kann ich heute behilflich sein? Ah, der wird den Mega-Power-Trank benutzt. Hier ist ein Fokus, der wird den Fokus-Trank benutzt. Kauf mir. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Und das ist für den Eduras-Trank. So, dann haben wir, glaube ich, alle Zutaten. Ja, dann haben wir alle Zutaten. Dann können wir direkt wieder zurück. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Wieder nach Hogwarts. Und dann müssen wir in den Raum der Wünsche rein. Ich frage, wo dieser blöde Raum der Wünsche ist. Da am Astronomieflügel. Geheimes Lager im Schloss. Ich habe Arthur Plumby bei der Betrag zweier von ihm gefunden. Schatzkarten gesehen. Ich sollte nachfragen, ob er Hilfe benötigt. Ja. So, gehen wir mal dahin. Nochmal in den Raum der Wünsche rein. Oben aus dem Astronomieturm. Halt. Ach hier. So. Schnell mal nach oben. Ab in den Raum der Wünsche. Jetzt können wir unsere Tränke machen, dann können wir die auch benutzen, ne? Bin mal gespannt. So, dann wollen wir gucken. Also, wir müssen auf jeden Fall. Wir brauchen einen Enduros-Trank, den machen wir mal. Der braucht nur 30 Sekunden, das ist natürlich gar nichts.
Okay. Ah, dauert ein bisschen hier. 3 Sekunden müssen wir abwarten. Ein kleines Labor, was ich hier habe eigentlich. So, und dann haben wir... Das ist der Maxima-Trank. Den machen wir auf jeden Fall auch. Den brauchen wir auch. Auch 3 Sekunden. Und hier mal zeitgleich testen. Beschaffen und testen. Poster, das kriegen wir das hin. Dann haben wir das schon gemacht und dann können wir auch die anderen Sachen machen, glaube ich. So, dann haben wir hier noch den Fokus an. Da fehlt uns noch Flussgras-Tamm. Shit, den haben wir natürlich nicht. Ist die Frage, ob man die in Schweiß bei Link bekommen könnte. Gucken wir kurz hin. Welchen Trank haben wir jetzt hier? Maxima-Trank. Edoros-Trank. Der Fokus-Trank. Okay, den holen wir uns nochmal schnell. Dann machen wir uns noch Hogsmeade. War das? Da. Ärgerlich. Hätte ich gleich mitnehmen sollen. Flussmarkt-Tamm, das habe ich nicht dran gedacht. Ich dachte, ich hätte das Ganze dafür gehabt. Auf geht's nach Hogsmeade. Bin schon da. Willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Wenn die sowas hier haben. Verdammt. Ach komm schon, das hast du echt nicht. Ach, ich kann doch direkt, einen Fokus-Trank kaufen. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Bitte. Okay, machen wir es so. Gucken wir, dass wir die ganzen Zutaten mal irgendwann finden. Weil so ist es echt blöd. Ich setze mal einen Wegpunkt, da ich mal wissen, wie man da... Nach oben rein. Gibt es da keinen? Ich kann auch direkt. Kann ich direkt auch da rein? In den Turm kann ich auch direkt rein, meine ich. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Okay, Fokustrank haben wir. Dann lass den mal probieren. Darum wünsche ich hier mal einen höher, aber ich glaube, irgendwie ist hier oben noch eine Etage, wo man sich hier hinbeamen kann oder so. Ja, Astronomieturm, perfekt. Gut, und hier steht da, beschaffe dir die Getränke Maximum Erde und teste sie gleichzeitig, okay. Wunderbar. Wow, fette Steinhaut. Die sieht schon wieder lässig aus. So, jetzt müssen wir einen Zaubertränkeunterricht besuchen. Das kriegen wir hin. Die Karte, wo das ist genau. Hier brauche ich denn den Weg dahin gesetzt. Das war jetzt Quatsch. Wir wollen direkt da sowieso rein. Naja, egal. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Ich würde mich gerne in die anderen Gemeinden. Du warst immer ein Hund. Ja. Ich meine, da gehören doch die Eier. Rein da. So. Einschüchtern ist.
Also ich bin der Einzige, der wie ein Penner rumläuft mit den ganzen Hut und den ganzen Klamottenkram, oder? Das ist echt so. Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. So. Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen... Ach hier. Sie, dann nicht, indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an. Wo sind die Pulso? Der? Okay. Büchern hier aus. Gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die. Du willst wohl ein wenig üben. Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schaff war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Professor Schaff war verärgert. Aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren. Schaff mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Gucken, mal kurz was sehen hier. So. Dann, was kann man jetzt, was soll man jetzt machen hier noch? Nur den Tränke an dem Ding so? Ich kann auch was machen. Kann er nicht mehrere gleichzeitig machen, ne? Die Pulso ist noch dabei, wie ich sehe. Nun, Wiederholung kann ein ungezeigter Verlierer sein. So. Das Getränk ist fertig, würde ich behaupten. Okay, das war's, glaube ich, hier. Gucken, was wir jetzt machen können. Jetzt haben wir den Pulso gelernt. Jetzt könnten wir eigentlich mal hier hinten die... Nicht Lova Hoax, wo sind wir hingeflogen, um das abzugeben? War es hier, ne? Prüfung Merlins, genau. Da wollen wir hin, einmal zur Prüfung Merlins. Das können wir einmal machen. Was müssen wir mit dem Pulso jetzt schaffen, dass die Kugel reingelockt bekommen? Wenn wir auch die Prüfung da fertig haben. Den Verscheuchezauber. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Ich habe unser Abend... Depulso! ...nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, ich vor dem Unterrichtsraum und verteidigen gegen die dunklen Künste. Ich weiß, ach, Mann, wir üben können. Stockwerk. Ich kenne so. Da den richtigen Ort für Ihre Studien. Abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Ja, es sind viele Leute hier im Weg. Weg da mit euch. Ding über die Brücke bringen. Oder hier vorne? Muss hier vorne rein? Hier, wo war denn dieses Loch? Das war doch da drüben auf deiner Seite, ne? Oder bin ich verkehrt? Die Kugel bleibt da kurz liegen. Ich meine, das war hier auf deiner Seite. Bin ich verkehrt? Da ist es, okay. Da muss es rein. Kriegen wir hin. Dauert nur etwas. Depulso! Okay.
Wurde da getroffen? Da ist selbst Merlin stolz. Okay, das war's schon. Nur eine Kugel. Dann haben wir die Merlin-Prüfung schon geschafft. Doch ziemlich gut. Perfekt. Die Frage, was jetzt vergrößert wird. Mal gucken. Ja. So, gucken wir kurz hier auf unsere. So, hier haben wir auch ein paar Sachen bekommen wieder. Löse 2 Prüfungen Merlins, löse 6 Prüfungen Merlins. Eine haben wir gemacht. Jetzt können wir ein weiteres Inventar bekommen, mehr Prüfungen von denen lösen. Bienenschutz, okay. Gut. Was bei Eulenpost, was da gesagt wurde. Also, wir haben Eulenpost bekommen von Zulern von Initial. Okay. Bitte besuchen mich in JP Zaubertränke, wenn Sie sich ein paar Münzen verdienen möchten. Haben wir schon. Gehen Sie in den Pendelwurf. Okay, das hatten wir auch schon. Sind die neuesten immer hier oben? Ich weiß es nicht. Fick und Wisley haben mich gebeten, ihnen zu den Versorgungszauber zu bringen. Allerdings werde ich aufkommen und kommen, sehr schön zu mir ins Klassenprofessor hittet. Sie müssen den Purko lernen, den Verscheuchzauber. Damit können Sie auf Wirkung gehen schon. Legen Sie die erfolgreiche Aufgabe und treffen Sie mich in meinen Klassenmann. Okay. Gehen wir auf Aufträge. Bumm. Ein Hauch von Liebe. Ja, ich weiß nicht, wo das ist, das Ding. Machen wir erstmal im Schatten der Krypta, würde ich sagen. Perfekt, perfekt. Mit Talente können wir auch mal ein bisschen höher machen. Mal gucken, was wir da noch so haben. Die Bude löst eine zusätzlich starke Illusion in der unmittelbaren Umgehung aus. Okay. Dunkle Künste, was haben wir da? Ein Flucheffekt haftet länger an einen Gegner. Gibt es ja auch unverzeihliche Flüche eigentlich? Das ist gar nicht so schlecht, dass der ein bisschen größer wird. Die Mega-Pause hat eine bessere Heilwirkung. Von Stupor-Gesundheit bleiben länger betäubt. Der Volks auf einen Unblock-Angriff erhöht die alten Magie. Wenn du einen Zauber mit einem perfekt erwischten Protego blockst, sendest du 2 Projektile zurück auf deinen Gegner. Basiszauber gegen Gegner in der Luft erhöhen die alte. Okay. Gegner können dich schlecht entdecken. Du kannst sprinten, wenn du diese Lunierung einsetzt. Gegner können dich schlecht entdecken. Okay. Der Edoros-Trank macht dich unverwundbar auf diese Projekte auf Gegner. Für jeden geworfenen Schneesen. Okay. Die Wirkung und Wirkung nicht länger an. Der maximal verleiht Angriff natürlich. Okay. Ah, ist schwierig. Einfach das. Die Luft ist nicht schlecht, glaube ich. So. Jetzt zurück zu unserem Kumpel. So, und da ist er. Das ist in der Nähe. Ja, wahrscheinlich, ne? Gut. Neuen Fluch lernen, das hat auch was, ne? Ich liebe es, Flüche zu lernen. Bin ja mal gespannt. Und dann, ne? Okay. Ah! Muss ja sie ist. Ein Teeservice in der Hand. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast.
Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Okay. Hier lang. Dann sag mal die Krypta. Betritt den Geheimort. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Warum gehe ich da alleine rein? Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. So, was soll man hier machen, ist die Frage. Ich kenne Ominous aus dem Gemeinschaftsraum. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Natürlich. Ominous erwähnte seine Familie bei unserer ersten Begegnung. Dass er für sie nichts übrig hat, ist noch untertrieben. Gut, du verstehst. Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Bin mal gespannt. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Confringo. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren. Konzentriere dich aber auf die Ziele, damit die Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich, aber du wirst schnell feststellen, dass Confringo etwas... Confringo! Gut gemacht. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Gut so. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Das ist ziemlich cool, der Zauber. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen.
Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Die Explosion heizt alles auf. Klar, dass die Augenbrauen leiden. Du wirst dich dran gewöhnen. Anne, Ominous und ich haben hier unten immer stundenlang geübt. Hier war unser Rückzugsort. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann... Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Ich würde mich freuen. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Die soziale Typ bin sie ich, oder? Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast, über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fick und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Mal schauen, mach's schön. Aus, ob man hier irgendwo rein kann, ne? So ein kleiner Weg sieht das aus. Okay. Krypta abgeschlossen. Oh, wer steht denn da? Hallo, Sebastian. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo, Ominous. Ich wollte gerade zum Gemeinschaftsraum. Die Stimme kenne ich. Du bist neu in der 5. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Sebastian hat mich dorthin gebracht. Aber er hat mir klargemacht, dass ich es für mich behalten soll. Diese Ratte! Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fick helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Und ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Glaub mir, Ominous, ich sage kein Wort. Warum soll ich dir trauen? Du hast Sebastian verraten. Bitte. Ich will ihn nur in Schutz nehmen. Er betonte, dass ich niemandem von dem Geheimnis erzählen soll. Er ist ein guter Freund. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Okay. Revelio. Sie haben eine Rotznase. Mal ausprobieren. Also, Thank you.
Lumos. Wo hab ich das denn nochmal gesehen? In so einem Bild mit so einem Mädchen drauf. Selbst Ferdinand Octavius Pratt hat einen guten Platz. Revelio. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Lumos. Ich würde nie ein schlechtes... Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Mach ich. Ein falscher Schritt und, naja, es ist einfach ein übler Geruch. Nein. Ungerecht, dass ich ausgerechnet hier bin. In diesem Turm war ich noch gar nicht. Revelio. Okay. So, gucken wir mal ganz kurz, was wir jetzt hier noch hatten an Aufträgen. Die Kartenkammer. Also Pick ist zurück und ich kann es kaum warten, ihm die vielen. Ah ja, das machen wir jetzt. Die Kartenkammer machen wir einmal schnell. Beziehungsweise wir wollen auf jeden Fall das Buch hier nochmal hinbringen. Obwohl, das sind ihn das doch, das machen wir jetzt noch. Die können auch Eiern hier über das hier. So. Genau. Dann können wir vielleicht das Buch hinbringen zu den alten Zauberern aus dem Denkarium. Die würden sich, glaube ich, darüber freuen. Da ist schon wieder einer, der hier aufgehaut. Hallo. Vielleicht kannst du mir... Hallo? Hast du mich gerufen? Genau, ja. Ich dachte, du hast Interesse, mit mir ein kleines Abenteuer zu erleben. Mhm. Genauer gesagt folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Klar. Einer Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Hogwarts fasziniert mich. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Okay. Na gut. Ich gehe auf Schatzsuche, wenn ich Zeit habe. Na gut. Wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Ein Skelett, ein Bild mit dem Haus drauf und draußen ein Drachenbrunnen. Da muss man rein. So wie es aussieht. Oder? Das Bild muss man ranziehen mit dem Zauber. Das ist, glaube ich, das, was ich jetzt daran erkannt habe. Oder kann das richtig sein? Ich weiß auch ungefähr, wo das ist, muss ich zugeben. Oder? Zumindest. Was macht er denn da? Achso, hier liegt Boden rum. Wir müssen einfach zu. Hier nicht. Mal zu Professor Big. Revelio. Hier geht's nicht weiter runter, ne? Doch, da geht's runter. Okay. Professor Fick. Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Sie sind zurück.
Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ich habe etliche Nachrichten von Professor Blacks Hauselfen Scrope erhalten. Scrope schickte Ihnen Nachrichten? Ja, das kam mir auch seltsam vor. Er bat mich, ihn zu treffen und sagte mir dann, ich solle den Toast... Warum sollten Sie Toast mitbringen? In eine Höhle unter dem See. Dort fand ich Richard Jackdaws Geist. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten? Ja. Und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Cool. Komm, wir sind direkt in der Kartenkammer. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, oh, Peeves. In Begleitung macht Reisen doppelt Spaß. Und das war die ganze Zeit hier unten. Sieht vielversprechend aus. Cool. Eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Da tauchen die jetzt auf. Das nur sehen könntest. Besser. Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja. Ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der vier Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen Ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Sie und Ihr Freund Charles sprachen vom Portschlüssel und von Ihren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Ganz genau. Charles ist ebenfalls ein Hüter. Eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum. Das alles waren keine Prüfungen? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen.
Dass sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn, vertrauen Sie Professor Fig? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Okay. Wollen wir nachsehen? Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Er kommt mir bekannt vor. Vielleicht ist dieser Jungspund ja weiter gereist, als Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Okay. Gut. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Es wird Zeit, dass Sie Galatius, den Erstarrungszauber, lernen. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach zu mir. Gut. Machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis dahin. Tschüss.